Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 mit mir, eurem Filkel, auf dem Gamers Club Kanal. Tja, seit der letzten Aufnahme ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich bin wieder hier, Shader sind draußen, Musik ebenfalls, also halt die Musik. Und nun ja, euch fällt wahrscheinlich das auf und ihr wisst nicht, ihr habt vielleicht keinen Plan, wenn ihr nicht gerade moddet, was das ist. Das ist so eine, nicht die Wasserpumpe, sondern Ammosmith Workbench. Damit kann man ein paar von den nur durch Mods hinzugefügten Kleidung craften. Genauso wie es zum Beispiel, verdammt, die Weaponsmith Workbench gibt, wodurch du gemoddete Waffen craften kannst, die halt nicht natürlich im Spiel so spawnen, sondern hergestellt werden müssen. Und da habe ich uns ein kleines Outfitchen gecraftet, weil ich halt so nur diesen Stalker-Fan bin und ich sie unbedingt haben wollte. Habe ich mir gesagt, ich bin jetzt der Stalker. Na 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 na. Ich komme, um deine Kinder zu holen. Tod und Vernichtung mit meinem Hund. So. Naja. Fürchte mich, Kuh. Fürchte die Macht des Stalker-Filkes. Na, lieber nicht. Will ja hier keinen Beef haben. Und ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich hier das Teil. Da fände man, ich müsste eigentlich schauen, was ich so an Essbarem hätte, damit ich es halt. Ja, ich nehme jetzt einfach mal hier. Leute, so. Essen. Ja, nach der Brauerei. Habe ich ja auch gelootet. Ganz viel Bier. Ja, das, naja, ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen was mit von dem Essen und schau mal, ob ich das nicht irgendwie, soll ich sagen, zu Essen wiederverwerten kann. Wäre nämlich geil. So ein bisschen Nahrung kann ja niemandem schaden. Dann geht's auf in die zum Lagerfeuer, um dort was zu grillen. Ich liebe das Outfit. Ah, so. Okay. Mehr kann ich nicht machen? Okay, das ist irgendwie ein bisschen enttäuschend. Naja. Kann man nichts gegen machen. Daher. So. Lagern. Lagern. Boah, die Drogen kann man eigentlich auch irgendwann mal verticken. So. So, hier einfach mal schön durchschauen. Na gut, kann ich ja immer noch gebrauchen. Dammit, ich wollte ja noch nachschauen wegen so einem Besoffenheitseffekt, wenn du halt, naja, Wodka nimmst oder so. Das wäre nämlich auch ganz nice. Also ich schau mal nach, gerade was ich brauche für die. Alles klar. Weapons, warte, Waffenfreak 1 und Schmied 1. Habe ich das nicht alles schon bereits? Warte, so. Hier. Achso, Rüstmeister habe ich nicht. Ah, okay. Ja, dann werde ich wahrscheinlich darauf leveln. Und wieso ist es gerade so still? Ach ja, stimmt ja, ich habe ja vergessen, nach dem Ding, die Sounds wieder hochzustellen. Hab mich schon so gewundert. Ja, außerdem hätte ich gesagt, wir fangen jetzt mit ein paar Quests weiter. Ich überlege gerade, gehe ich zu Diamond City weiter?
Oder ob ich nicht doch vielleicht, weil ich hier diese Dickichtausgrabung, da haben wir ja auch noch eine Quest, ob ich vielleicht nicht die Quest da abfrühstücke oder so. Das wäre ja auch vielleicht mal was, was man machen könnte. Und so. Und dann noch die Burg. Ach ja, Dog Meat, Dog Meat, Dog Meat, Digga, Digga, Hey. Digga, bestehen. Okay, du hast nichts mehr. So. Boah, was mache ich jetzt? Ach, was soll's. Ich gehe einfach mal so durch die hier durch die Welt Richtung, weil ich überlege. Ich habe mich halt gedacht, okay, schneller ist es zwar ganz praktisch, um schnell durchzuwaschen, aber ich glaube, ich lasse es doch lieber. Ja. Daher laufen jetzt hier mal schön durch. Schau mal hier so, was ich so an Waffen durch habe. Ach ja. Nein! Shit! Okay, ab 5 gibt's was zu snacken. Gibt's Leckerlis, okay. Weiß ich jetzt. Nun ja. Oh, Alter. Alter, habe ich mich erschrocken tatsächlich. Sehe ich. Vor allem, wenn es dann noch so eine Mücke. Wenn es noch so ein Mückengeräusch ist. Und es halt so richtig realistisch ist. Und dann denkst du, das ist voll nah an deinem Ohr. Und halt im Real Life. Das ist schon ein klein wenig irritierend. Ja, Wettwasser wollen wir hier nicht trinken. Eines Tages gehe ich hier noch rein. Eines Tages. Aber nicht heute. Ich brauche. Headshot brauche ich, nee. Kopf hoch. Ach ja, du kannst es ja nicht. Habe ich ja vergessen. So. Ach ja, wieso durchsuche ich hier gerade überhaupt das Inventar? Ich weiß, dass meine gerade momentan meine Sachen besser sind, weil nun ja. Ich mache es irgendwie trotzdem. Weil, naja, wie gesagt, das Outfit ist schon ziemlich gut, was ich hier drin habe. Im Petto, daher. Oh, zwei auf einem Haufen. Da, naja. Boah, voll die Wortfindungsstörung gerade. Also, Outfit. Also mein Outfit hat voll die guten Stats. Daher wird so. Also halt be besser als die, die du halt normalerweise im Spiel vorfindest. So von den Stats her. Daher brauche ich mich jetzt hier um den Klamottenaspekt nicht mehr großartig zu Sorgen zu machen, außer halt es geht um Fragen des Styles. Und wieso leuchtet's da? Alles Kärchen, da ist wer. Boah, wieso leuchtet hier?
Das macht mir ein bisschen Angst. Erstmal hier schön etwas absuchen. Ach, da ist ein Lager. Ja, gibt's aber anscheinend nichts Lohnenswertes. Außerdem will ich nicht, falls da irgendwas ist, irgendein Event triggern. Da kann ich doch hoch. Altgebackene Stalker-Fans wissen, wie geil, dass es immer so geilen Loot gibt an Orten, die man irgendwie nicht so schnell findet. Wobei, das wäre jetzt hier mega kack hier ist, aber hey, sieht trotzdem ganz geil aus. Okay, da gibt's einen Händler, das heißt wahrscheinlich ist es da voll friedlich. Hoffentlich. Boah. Dachte, es wäre ein Stolperdraht. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Campsdealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Ich schau mal, kann ich da irgendwie was unterhalten? Hey, hey, immer mit der Ruhe, Plünderer. Das geht dich nichts an. Wenn du nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht mich das was an. Das war's. Du bist tot. Verdammt viel Blut. Tut mir leid, du hättest weglaufen sollen. Ah. Tja. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich sie überreden konnte, aber Pech gehabt. Ich pack schon die Waffe weg. Hey. Kann's kaum erwarten, bis die Krähen den Mistkerl fressen. Hier, für dich. Wenn du handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet. Ah, das ist nett. Kommst du jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist, aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Alles Bergungsgut, aber kein Schrott. Okay, da ist Blitze. Ich weiß nicht, was ich so sehr von Blitzen halten soll. In der Regel sind sie ja ein Indikator dafür, dass... Nun ja. Atomarer Fallout und so ein Shit kommt. Und nun ja. Boah. Nice. Schon ziemlich nice, das Ding. Na gut, Kleber gibt. Werden immer schön gut gebraucht. Ja, Mollys kann man auch immer gebrauchen. Plasma-Kartusche. Wofür auch immer das ist, ich weiß es nicht. Ach so, wahrscheinlich ist es Munition. Ja, ich nehme mal ein bisschen, sondern verkaufe ich ein bisschen Drogis an die. Ich kaufe sie nur, um mir mal anschauen zu können, was das ist. Ich bin nur mal gerade neugierig. So, was kann ich ihr dafür verkaufen? Ach ja, hier Jet. Ah,
nice. Tja. Und so einigt man sich. Da war wahrscheinlich gerade eben der Junge. Ah. Sieht so gesehen eigentlich auch ganz geil aus. Oh nun ja, hier. Jemand muss doch was tun. Geht mich nichts an. Hilfe! Hier ist der Junge. Scheiße. Wow. Die greifen gerade Gammelkerle an. Okay, da müssen wir intervenieren. Niemand legt sich ungestraft mit Gammelkerle an. Nice. Okay. So, wo war der andere? Boah, aber ganz ehrlich, das Ding zivilt auch ordentlich rein. Boah, das sieht echt cool aus. Hey Bo, alles in Ordnung? Hi. Ich nehme nie wieder Chat. Ich schwör's. Ich hab grad deine Mutter ordentlich was vertickt, aber egal. Es juckt. Es juckt überall. Das wird schon. Das wird schon. Oh, armer Kerl. Ja. Wolfgang verrottet in der Hölle. Und ich kann ruhig schlafen. Danke. Der Wolfgang. Jetzt nicht. Ich frag mich, wie der wohl auf Englisch wäre. Ich meine, ich heiße der Wolfgang, das ist ja so deutsch, und wenn er. Heißt er dann Wolfgang übersetzt, oder? Oder sagen die dann auch Wolfgang? Naja. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten. Naja, bleibt das ein ewiges Rätsel. Zum Thema Wolfgang habe ich auch eine interessante Allegorie. Und zwar die, dass der ehemalige Trainer vom VfL Wolfsburg tatsächlich Wolfgang Wolf hieß. Kein Scheiß. Ich habe es nachgeschaut. Also zumindest, es steht so im Internet. Und nun ja. Wolf, 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 Wolf. Nein! Borg. Endlich. Widerliche Drecksmücken. Da muss man gleich mit der Fliegenklatsche durchgreifen. The Fly Sword? Okay, das ist irgendwie vom Equipment mehr oder weniger low gewesen. In die Richtung gibt es gar nicht eine Siedlung oder so. Warte. Ich will mal schauen, weil das Symbol auf der. Boah, Hund. Map sieht doch ganz. Huh, Alter! Interessant aus. Oh. Vielleicht gibt's hier auch noch was. Boah. Alter! Hund! Chill mal deine Nuggets!
Boah, ist sie doch echt. Sieht doch echt geil aus gerade so. Da kommt Stalker-Feeling auf. Also jetzt nicht wieder das Stalking an sich, diese verwerflich-moralische Tätigkeit, sondern das Spiel. In der Regel meine ich mit Stalker immer das Spiel. Und nein, es geht darum nicht um Stalken, falls ihr das glaubt. Nein, es geht da in Wirklichkeit... Ach, das ist ein Kino. Okay. Ja. In dem Spiel geht es darum, es ist eigentlich auch so eine Endzeit-Apokalypse-Dingens-Coins wie das hier und nun ja. Schaut einfach im Internet nach, worum es geht. Geiles Spiel, kann ich nur mega empfehlen. Ist keine Werbung hier. Naja, irgendwie doch, aber auch keine, für die ich Geld verlange. Beziehungsweise ich verlange sowieso nicht, bekomme erst recht nicht. What? Was labert der da? Ich weiß es auch nicht, Jungs. Und Mädels. Und Hermaphroditen und whatever. Ich will niemanden ausgrenzen. Boah, ich dachte, das wäre schon ein Kopf. Ist da irgendwas für mich zum Looten? Nö, nur eine... garstige Werkbank. Alles Klärchen, Zuckerbärchen. Fragt einfach nicht, ich wollte nur mal einen neuen Spruch so ausprobieren, so wie, ach du lieber Schwan von Teheran. Und so. Hier wäre auch eine Uschanka gewesen. Uah! Alter! Alter! Ganz ehrlich, ich habe damit nicht im geringsten gerechnet. Entschuldigung, wenn ich dann jetzt in dem Moment geschrien habe, aber... Das kam gerade so unerwartet und ich sehe gerade... Komme ich da hin oder muss ich die Kacke runterschießen?